Henriette, Sie spielen die Hauptrolle hier in dem Film. Können Sie mal sagen, was Sie an dieser Märchengeschichte interessiert und gereizt hat? Muss ich ehrlich sagen, dass mich in erster Linie die Arbeit mit Johannes Nahr und mit Frederik Lau gereizt hat. Ich kenne das Märchen von Kindertagen. Ich fand es immer sehr spannend und sehr, sehr gruselig. Ich habe mich nicht so richtig ans Märchen erinnern können, aber so an die Emotionen, die ich dabei hatte. Und habe mich sehr gefreut, das Drehbuch zu lesen. Das Märchen als Drehbuch von Johannes Nahr. Und ja, wird eine tolle Sache. Okay, Sie drehen ja noch eine ganze Weile. Sehen Sie den Erfolg von solchen deutschen Märchenfilmen auch immer für gewährleistet? Weiß ich nicht, das überlasse ich anderen Menschen. Ich denke mal nicht so weit. Für mich geht es um die Arbeit selber und die Zeit, die man hier hat und das, was man über sich selbst erfährt und die Menschen, die man kennenlernt. Ihr Haupt- kann dazu nichts Kluges sagen. Okay, Ihr Hauptproduzent hat vorhin allen Journalisten gesagt, es ist ein Märchen, was auch sehr in die Zeit heute politisch hineinpasst. Schauspieler neigen ja leider, vielleicht sind Sie ja anders, Henriette, dazu, nicht sich immer politisch so zu äußern. Ihr Hauptproduzent hat zum Beispiel gesagt, dass es sehr viel auch mit dem Bankenunwesen heute zu tun hat, also mit vielen solchen Dingen, die heute politisch sehr fragwürdig sind, also weil es ja sehr viel um Geld und um Macht und ähnliche Dinge geht. Wie sehen Sie denn sowas als junge Frau heute? Ich kann es sehr gut verstehen, dass man sich dazu nicht äußern will. Warum eigentlich? Wenn ich mal zwischenfrage. Naja, jeder wie er will, ne? Aber das, was man dann später in diesem Film sieht und das, was Herr Hauff mit diesem Märchen damals schon sagen wollte und was für politische Hintergründe dahinter stecken, ist ja wahnsinnig spannend und es ist schön, wenn man mit so einem Film und mit so einem Märchen das Interesse daran anregen kann. Aber ich kann sehr gut verstehen, dass man sich dazu in Interviewsituationen nicht äußern will. Okay, dann wünschen wir toi 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 für die weitere Produktion. Herr Zierfeld, was reizt Sie denn an Märchengeschichten im Allgemeinen? Ich bin mit Märchen nicht aufgewachsen. Das kalte Herz, die alten DEFA-Klassiker, die tschechischen Filme. Und Märchen, also ich bin ein großes Kind, geblieben nach wie vor und bin gespannt. Ich freue mich sehr auf den Film heute. Das kalte Herz, Marc Freddy, Marc Henriette. Und ich freue mich einfach sehr. Sie haben noch nichts weiter gesehen, aber die Geschichte, die kennen Sie. Und was sagen Sie dazu? Der Produzent Herr Reuter hat uns schon im vergangenen Jahr mal in Babelsberg ein Interview gegeben und meinte eben, dass dieses Märchen sehr aktuell auf die heutige Zeit bezogen ist, auch im politischen Sinne. Und politische Statements geben ja oftmals Schauspieler oder Schauspielerinnen nicht so gerne ab. Wie sieht das bei Ihnen aus? Nein, also ich möchte mich da anschließen, politische Statements, also sollte nur der von sich nehmen, der ein bisschen Ahnung hat. Was kann ich dazu sagen? Es ist auf jeden Fall... Es geht um Gier, es geht um Macht, genau. Es geht um sehr viel Geld. Mehr, gerade in der heutigen Zeit ist es umso wichtiger, über den Tellerrand hinauszuschauen und nicht nur an sich zu denken. Also wenn es gerade um den Egoismus geht, wo fängt die Nächstenliebe an, wo fängt die Menschenwürde an? Ich denke, deshalb ist das Thema aktuell zu schauen, was gibt man preis von sich selber, wo hilft man einem anderen. Und ich denke, das ist einfach wichtig, gerade in unserer Gesellschaft, mit unseren heutigen Problemen. Okay, dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Abend. Aber ich habe noch eine kleine Zusatzfrage. Ich sagte ja aus der Vergangenheit, das erste Mal, wo Sie mir ganz bewusst als Schauspieler aufgefallen sind, ist der Film Im Angesicht des Verbrechens gewesen. Diese Serie, die er in Berlin gespielt hat. Das war ja, deswegen kam ich mal darauf, dass ja das eine sehr politische Geschichte damals gewesen ist, die ich für sehr realistisch gedreht fand. Und ich glaube, sie ist ja teilweise auch nach wahren Begebenheiten gemacht worden. Wie sehen Sie das noch heute? Denn der Film, also diese Serie, die damals gelaufen ist, fand ich ganz hervorragend. Ist nach wie vor aktuell. Also Berlin ist ein Schmelztiegel der Kulturen. Also man sagt nicht zu Unrecht, dass man in Charlottenburg als Muttersprache Russisch können muss. Es gibt andere Stadtteile. Und dafür liebe ich auch Berlin. Dass Berlin einfach nicht eine normale Stadt ist, sondern dass wir alle Kulturen einfach hier antreffen. Und dass das auch spannend macht. Okay, gut. Schönen Abend. Was gefällt Ihnen an Märchenfilmen? Ach, Märchenfilme sind was Großartiges. Mit dem kalten Herz sind wir groß geworden. Ich bin zwar kein Ossi, aber ich kenne es natürlich unbedingt. Und ich bin aber ein großer Johannes Nahr-Fan seit dem Albaner und bin sehr, sehr gespannt, was er da geleistet hat.
Und wie sehen Sie die Geschichte auf die heutige Zeit bezogen? Weil der eine Produzent, der Herr Reuter, mir schon damals in Babelsberg gesagt hat, es ist ja eigentlich eine Geschichte, die sehr in die Zeit heute passt. Nicht nur damals 1827, 28, wo Hauff das geschrieben hat, sondern es passt ja ins ganze Bankenunwesen und ähnliche Dinge hinein. Haben Sie da eine Meinung dazu? Ja, ich glaube, auch politisch, es gibt, gesellschaftlich? Richtig, es gibt viele kalte Herzen heutzutage und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, gerade wenn man sich anguckt, was politisch bei uns passiert, dass wir darauf achten, für was unser Herz schlägt. Und ja, es ist für mich ein absolut gelungener Film, genau zum richtigen Zeitpunkt. Danke. Na? Was gefällt Ihnen an dem Märchen von Wilhelm Hauff? Und wie aktuell finden Sie das in der heutigen Zeit? Dieses Märchen ist mir nicht so vertraut. Was ich toll finde, ist Zwergnase, was ja, glaube ich, auch von Wilhelm Hauff ist, wenn ich mich nicht alles täuscht. Das ist mein Lieblingsmärchen von ihm. Aber ich bin ein großer Hans-Christian Andersen-Fan. Und was genau? Die kleine Meerjungfrau. Ah. Das traurigste von allen und die Schneekönigin. Also lassen Sie sich heute von dieser x-ten Verfilmung überraschen, denn der Film... Ich weiß, wenn Henriette damit spielt, dann... Ist es sicherlich gut. Ja, okay, danke. Start. Henriette, Sie waren in diesem Jahr in der Jury von dem Internationalen Studentenfilmfestival Seesüchte dabei gewesen. Da hat es ja schon viele bekannte Leute, viele bekannte Schauspieler gegeben, zum Beispiel in den letzten Jahren auch mal Axel Prahl vom Tatort. Dann hat es einen anderen weiteren Tatortkommissar, komme ich jetzt leider nicht drauf, gegeben. Herrn Dresen hat es gegeben als Filmregisseur. Wie sind Sie dazu gekommen? Und was ich immer schade finde, dass die meisten bekannten Leute, ob sie jetzt Schauspieler oder Regisseure sind, bei den Preisverleihungen interessanterweise zum Schluss nie dabei sind. Warum nicht? War ich bei der Preisverleihung dabei? Ich war nicht bei der Preisverleihung dabei. Dann habe ich sie. Gut, aber und wie sind Sie zu der Jury-Geschichte gekommen? Ich mag das Festival wahnsinnig gern. Ich finde es total schön und ich fand es eine Ehre, eingeladen zu werden. Und es hat mir einen riesen Spaß gemacht. Ich habe es mir nicht so richtig zugetraut. Warum nicht? Ja, weil viele Dinge, die man nicht kennt, also ich weiß ich nicht. Ich fand es eine große Aufgabe, Filme anzugucken und darüber zu urteilen, was jetzt der beste Film war. Aber ich hatte, man sitzt ja auch nicht alleine in der Jury, wir hatten sehr schöne Gespräche, wir hatten wahnsinnig viel Spaß, die Filme zu gucken. Es waren tatsächlich sehr, sehr coole Filme, die wir geguckt haben. Es war eine schöne Atmosphäre, das Festival ist schön organisiert und ich war bei der Preisverleihung da, war leider die wir als Preisträger auserkoren hatten, die waren nicht da. Dann habe ich jetzt etwas durcheinander gebracht. Aber wir waren doch als Jury geschlossen da zur Preisverleihung. Weil das nicht immer in der Vergangenheit nicht immer der Fall war. Ja, dann ist kann mir das ich auch verstehen. Also der Zeitplan ist ja immer, man hat relativ eng. Zeit, ist halt schade. Aber ich bin sicher, dass es keine Entscheidung aus Desinteresse ist, dass man dann nicht kommen kann. Okay. Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus, grundsätzlich in der Schauspielerei? Auch Theater oder nur Film und Fernsehen oder beides? Das weiß ich nicht. Das lassen Sie auf sich zukommen? Ja. Dann lassen wir das so mal im Raum stehen. Ich danke Ihnen für das Interview und wünsche Ihnen toi 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 und viel Spaß beim weiteren Dreh. Vielen herzlichen Dank. Bitte. Herr Reuter, Sie sind der Hauptproduzent des Films Kaltes Herz. Zwei Fragen noch. Es kam vorhin von Kollegen durch, dass der Film ja mehr für den deutschen Markt gemacht ist. Sie wollen zwar international ihn auch bringen, aber dann mit Untertiteln. Warum macht man dann nicht von der Produktionsseite gleich, dass man ihn sowohl international in Englisch dreht und dann eben halt in Deutsch? Also es ist schon eine gute Frage. Wir haben uns sehr bewusst entschlossen, den Film in Deutsch zu machen. Wir hätten ihn auch ganz von vornherein in Englisch machen können. Aber es ist eben ein deutsches Märchen und wir sehen als Hauptpublikum die deutschen Zuschauer. Ja? Aber es gibt manchmal Ansätze bei Filmen, dass man zweisprachig dreht. Das ist nicht meine Meinung, weil die Schauspieler sind ja deutsche Schauspieler, die müssten ja dann auch Englisch sprechen. Ja? Und ein englischsprachiges Publikum, gerade in Nordamerika, ist sehr sensibilisiert auf verschiedene Dialekte, die von den Schauspielern erarbeitet werden und auf verschiedene, auf den Umgang mit der Sprache in Englisch. Ja? Das heißt, hier wäre es nötig, wirklich mit Sprachcoaches zu arbeiten oder von vornherein mit wirklich englischsprachigen Schauspielern, also Muttersprachlern, um das zu schaffen, dass der Film auch die Qualität hat. Sonst wird es ein B-Movie in Englisch. Antwort 1.
So, Sie können loslegen. Der zweite Aspekt bei der Antwort ist der, dass für diese Art von Film kann man nicht verheimlichen, dass es ein besonderer Film ist aus Deutschland, auch was das Budget und so weiter angeht. Und wir glauben eben dann doch, dass es schon für das Publikum, was wir dabei ansprechen, also auch für die Leute, die im Ausland diesen Film sehen wollen, die wollen auch das Deutsche daran haben. Also das ist ein urdeutscher Film, den wir machen. Und der hat deutsche Themen noch und nöcher. Ja? Und nicht zuletzt auch das Aufbegehren gegen das System ist auch ein deutsches Thema. Insofern passt die deutsche Sprache schon sehr, sehr gut. Da ist auch ein englischsprachiges Publikum froh drüber. Noch eine Zusatzfrage zum Abschluss, dann danken wir Ihnen für das Interview. Sie haben vorhin in der Hauptgruppe hier der Frage aller Kollegen gesagt, es ist auch ein Märchen, was hier erzählt wird, was gerade aktuell auch zur Bankenkrise und Ähnliches passt. Können Sie dazu noch etwas kurz erläutern? Na klar, also wir haben mit dem kalten Herzen ein Märchen ausgewählt zur Verfilmung, was wahnsinnig aktuell aus meiner Sicht ist. Also das ist sicherlich ein Grund dafür, dass wir es machen, dass das Thema so aktuell ist. Denn bei uns lässt sich ja ein junger Mann ein Herz aus Stein in die Brust operieren, damit er Karriere macht. Ja? Und was ist, das ist für heute ja ein großes Thema. Also ein Thema, mit dem sich viele auseinandersetzen müssen. Also wie schaffst du Karriere zu machen? Musst du vielleicht ein bisschen mehr die Ellenbogen ausfahren, um Karriere zu machen? Und alleine jetzt mit den aktuellen Tagesgeschehen sieht man immer wieder, dass oftmals die Moral auf dem Weg bleibt, wenn es darum geht, reich zu werden. Also primär schon das, was man leider heute, muss ich sagen, leider ist jetzt ja nichts gegen das Geldverdienen zu sagen, das sehen Sie ja vielleicht auch so, aber dass es praktisch ums Geldverdienen um jeden Preis geht. Genau, das ist das Thema bei uns auch. Ja, genau. Okay. Und Sie hatten noch eine Frage, die ich Ihnen gerne beantworten möchte, wie wir, das war in Bezug aufs Budget, Moment. Sie hatten noch eine Frage in Bezug aufs Budget. Ich habe vom Budget her gefragt, das wollten Sie ja nicht, das verstehe ich ja auch. Sie wollten nicht sagen, wie viel. Sie haben gesagt, es bewegt sich im siebenstelligen Bereich, also im zweistelligen Millionenbereich. Ich habe nur gefragt vorhin, ob es sehr schwierig ist, Geld für derartige Märchen, Filme zu beschaffen, im Gegensatz zu Amerika, wo ja Mystery-Filme anscheinend einfacher zu produzieren sind. Also anscheinend, ja, das ist eben die Sache. Also Geld für Filme zu besorgen ist generell schwierig, auch in Amerika. Ich habe viele gute Bekannte auch, die sehr nah an Hollywood wohnen und trotzdem keine Filme machen können, weil sie das Geld nicht rankriegen. Ja? Die Filme müssen natürlich funktionieren und das ist schon eine Kunst mit einer Vision von einem Film, Leute dazu zu bewegen, Geld reinzugeben, egal ob es aus privaten Händen kommt oder von Sendern oder Förderern, weil der Film ist ja nicht gemacht. Man verkauft ja eine Sache, die nicht da ist. Ja? Also deswegen muss man das gut verpacken und eine Vision haben. Und in unserem Fall war ein Teil der Vision, dass wir etwas verfilmen wollen, ein Märchen für junge Erwachsene, was es so noch nicht gibt. Und genau da ist die Krux. Ja? Wenn man etwas verfilmt, was es schon gibt, also sagt, wir machen eine Komödie mit genau diesem Hauptdarsteller und es ist eine Komödie und alle sagen, oh, das funktioniert wie alle anderen Komödien, dann haben mehr Leute, sagen wir mal, den Mut, in zu investieren. Wenn man sagt, wir machen ein zum Beispiel deutsches Fantasy-Abenteuer, was aber wirklich gut funktionieren soll und gar nicht aufgesetzt ist und gute Schauspieler haben soll, dann sind Leute zwar hoffnungsvoll, dass es toll wird, aber sie haben auch mehr Ängste. Und das ist die Schwierigkeit, diese Ängste zu überwinden und zu sagen, vertraut den Filmmachern, vertraut einem Freddy Lau, vertraut einem Johannes Naber, der Regie führt. Ja? Ich danke Ihnen. Ich würde sogar bitten, bevor Johannes dann auch noch die Leute begrüßt, die alle hier sind, vielleicht tatsächlich auch mit dieser umwerfenden, unvergessenen Stimme nochmal einen Starttermin zu sagen. Geht das so auf Anhieb? Nee, eigentlich. Versuch's doch mal. Ja, 20. Oktober oder so. Ich weiß nicht, 20. Es gibt ein bisschen mehr Kapital. Das ist irgendwie. Am 20. Oktober wird der Film ins Kino. Am 20. Oktober im Kino. Ja, war schon okay. War schon okay, Milan. Vielen Dank.